Hey, die sind da. Wer? Ja, deine Zuschauer. Ah, okay, alles klar. Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute geht es um die Einschaltautomatik. Das habe ich ja euch versprochen. Und zwar habe ich diese gestern zugeschickt bekommen und wollte euch die mal vorstellen. Ich habe nämlich einige Anfragen bekommen auf Instagram, nachdem ich natürlich ein Bild davon gepostet habe, haben mich viele gefragt, was das ist, wozu das gut ist, beziehungsweise wie ist das Ganze aufgebaut. Jetzt wissen natürlich einige von euch, die Profis unter euch wissen das. Das Video geht an die Leute, die damit noch nicht gearbeitet haben und nicht wissen, wie das funktioniert. So ging es mir auch vor einiger Zeit und es ist immer gut, wenn man eine anständige Erklärung dazu hat. Ich hoffe, dass ich da euch ein bisschen mit helfen kann. Ja, ihr seht, hier habe ich meinen Schleifer und hier die Einschaltautomatik. Ja, die sollen natürlich miteinander arbeiten. Ich hatte nämlich vor einiger Zeit etwas bestellt gehabt, baugleich vom selben Hersteller. Allerdings hat der Schleifer mit dem natürlich nicht arbeiten können, nicht funktioniert. Denn der Schleifer hat einfach zu wenig Saft abgegeben, um die Automatik zu aktivieren. Mit der Tischkreissäge hat das super funktioniert, mit dem Schleifer nicht. Da habe ich natürlich einen Hilfeaufruf auf Instagram gestartet und die Community hat mir da geholfen und hat gesagt, Ali, der Schleifer ist einfach zu schwach, um das Gerät einzuschalten, deswegen funktioniert das nicht. Und daraufhin habe ich mit dem Hersteller telefoniert, die haben das bestätigt und haben mir gesagt, da gibt es noch eine andere Möglichkeit, eine andere Version. Da kann man nämlich an drei Reglern, also Potentiometer, dran schrauben. Und dann auch das Ganze beeinflussen, so dass auch Kleingeräte damit funktionieren. Und dafür werde ich euch jetzt mal etwas näher rannehmen und euch das Ganze mal von innen zeigen. So, und dafür nehmen wir uns erstmal einen Schraubendreher, lösen die Schrauben. Das sind nur vier, also nichts Kompliziertes. Achtet aber bitte darauf, dass kein Stecker angeschlossen ist, dass das spannungsfrei ist. So, machen den Deckel mal auf und da sehen wir auch schon das Innenleben, was ganz simpel aufgebaut ist. Also simpel für die Leute, die auch Ahnung davon haben. Hier haben wir eine Platine und diese Platine können wir ganz einfach rausziehen, ganz vorsichtig, dass sich da nichts löst oder kaputt geht. Und genau hier haben wir nämlich die drei Regler. Von unten angefangen, der Regler ist für die Maschine zuständig, die ihr anschließt, die ihr betreiben wollt. Das bedeutet, ich habe jetzt hier den Regler ganz unten, also diesen standardmäßig mittig eingestellt. In der Stellung würde der Schleifer jetzt nicht funktionieren, beziehungsweise die Einschaltautomatik würde mit dem Schleifer nicht funktionieren. Drehen wir den Regler jetzt auf Minimum bis zum Anschlag, funktioniert das Ganze mit dem Schleifer. Bei einer Tischkreissäge könnt ihr das Ganze natürlich auch auf Grundstellung lassen. Die wird trotzdem anlaufen, aber beim kleineren Gerät, das wenig Saft abgibt, würde das Ganze erst in der Stellung funktionieren. Also nach links auf Minimum stellen. Dann haben wir den zweiten Regler. Das ist für die Vorlaufzeit gedacht. Das heißt, auch hier geht es ja darum, wann soll die Einschaltautomatik schalten. Sobald wir den Schleifer angeschlossen haben bzw. gestartet haben, soll die Absaugung mitlaufen. Deswegen auch da den Regler ganz nach links drehen. Zum Schluss haben wir noch den dritten Regler, der ist für die Nachlaufzeit zuständig. Da gehen wir genau andersrum vor. Wir drehen den Regler ganz nach rechts, denn der soll nämlich etwas länger nachlaufen, um die Verrohrung und um die Schläuche noch nachzureinigen, abzusaugen. Das war es eigentlich auch. So kann man das Ganze einstellen an den drei Reglern. Legen unsere Platine wieder vorsichtig rein, machen den Deckel zu, schrauben das Ganze fest und somit ist die Sache fertig. Ich werde das Ganze jetzt einmal festschrauben und werde euch beim Test noch mal dazu holen. Hier sehen wir an den Symbolen auch Maschine, in dem Fall ist es eine Tischkreissäge und hier haben wir die Absaugung. Das heißt, viel können wir nicht falsch machen und an der Seite haben wir dann die Automatikfunktion
Aus und Hand. Dazu kommen wir jetzt. So, jetzt brauchen wir natürlich erstmal die Stromversorgung. Männlich, weiblich. Wird das hier reingesteckt. Dann haben wir unsere Maschine. In dem Fall, wie gesagt, ist es der Schleifer. Der kommt hier rein. Und dann haben wir unsere Absauganlage. Die Absauganlage könnt ihr eingeschaltet lassen. Die muss sogar eingeschaltet bleiben. Das regelt ihr jetzt hier. Und zwar, sobald wir jetzt auf Automatik gehen, passiert erstmal nichts. Erst dann, wenn wir die Schleifmaschine einschalten. Die Absauganlage läuft mit und geht auch aus, sobald wir die Maschine ausgeschaltet haben. Möchten wir aber jetzt die Absauganlage zum Reinigen oder zum Saugen halt nutzen, dann schalten wir ganz normal hier um auf Hand. Und dann läuft die Absauganlage und wir können ganz bequem einfach an dem Schalter alles umschalten, wie wir es haben wollen. Das ist die Funktion einer Einschaltautomatik. Ich meine, viele von euch kennen das. Es gibt natürlich auch jede Menge Anleitungen auf YouTube zu finden, wie man sich so etwas bauen kann. Allerdings habe ich mich jetzt für dieses Produkt entschieden, weil ich beim Arbeiten sicher sein will, dass das auch wirklich korrekt ist, was ich gemacht habe. Auch wenn ich die beste Anleitung bekomme und ich nicht die Fähigkeiten habe, so etwas zusammenzubauen, lasse ich die Finger davon. Die, die ja Ahnung davon haben, können das ja ruhig machen. Dieses Video geht ja auch an die, die mich gefragt haben, ey Ali, wo hast du das her? Ich würde mir gerne auch sowas anlegen oder zulegen, nicht anlegen, zulegen. Und ja, wie so etwas funktioniert, habt ihr gesehen, was man genau da einstellen kann. Das habe ich euch auch gezeigt. Es gibt davon zwei Versionen. Ich werde euch dieses Produkt verlinken. Schaut auf jeden Fall mal rein. Dort findet ihr das 1:1, das richtige Gerät. Und ja, es macht auf jeden Fall einen sehr hochwertigen Eindruck. Die Verarbeitung ist top. Es funktioniert, es macht das, was es machen soll. Jetzt brauche ich das nur noch an meinen Absaugwagen zu montieren, alles anschließen und dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja, es ist schmal, platzsparend, schön an die Wand gefahren, kann das hier stehen bleiben und bei Bedarf einfach vorziehen, ob jetzt auf dem Hof oder in der anderen Hälfte der Werkstatt, wenn da mal gearbeitet wird, dann kann ich das schön mobil hin und her bewegen, problemlos mitarbeiten. Somit ist der Bau der Absauganlage beendet, die Einschaltautomatik, der Kasten, alles mobil, schön auf Rollen, funktioniert einwandfrei. Die Frage ist jetzt, lohnt sich der ganze Aufwand, sei es Kosten, Zeit, Mühe, die man da investiert? Meiner Meinung nach ja, denn erstens, man baut was, man hat Spaß daran, das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Man hat etwas dazugelernt, man hat vielleicht Fehler gemacht, aus denen man gelernt hat. Und am Ende baut man sich das ja so, dass es in die eigene Werkstatt passt. Ich habe Spaß daran gehabt, ich hoffe, ihr habt auch Spaß beim Nachbauen dieser Absauganlage. Wie gesagt, in meinem letzten Video seht ihr den kompletten Bau. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachbauen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal Video. In diesem Sinne, liebe Freunde, habt auf jeden Fall ein schönes Wochenende oder einen schönen Wochenstart, je nachdem. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hab dir gesagt, du sollst hier nicht immer wieder reinlaufen, während ich drehe. Ist ja gut. Nee, nee, nee.